So. Da steht er jetzt fast schon in der Erweiterung. Na gut, hier hinten war noch Platz. Ich glaube, um hier mal zu entlasten, würde ich sagen, bauen wir mal einmal einen Rundweg hier drum. Da ist ja irgendwelches Gebüsch im Weg. Das werde ich jetzt nicht ersetzen, dieses Klein-Klein hier. Na komm, mach's weg. Hallo. Jetzt. Aber diesen viertelkachelbreiten Dingern, da muss man teilweise ganz schön sonst wo hinklicken, damit man das dann irgendwann mal entfernt hat. Da ist auch wieder bloß 5 Millionen Bäume im Weg. So, jetzt könnt ihr auch dort lang gehen. Das dürfte insgesamt das ganze System nochmal so ein bisschen entlasten. Das ist zwar noch keine Attraktion, aber was nicht ist, kann ja auch noch werden. So. Jetzt dürfte sich das Thema Parküberfüllung so ein bisschen, naja, geht, überschaubar verringern. Was haben wir denn da jetzt noch? Unbekannt, Geisterzug, das ist die Putze hier. Die Frage ist, wohin erweitert man als nächstes? Hier jetzt noch eine Wildwasserbahn irgendwie rein. Sehe ich eher, sehe ich jetzt eher nicht so. Wo sollte die denn starten? Na gut, wenn ich den Weg anders lege, dann hätte ich hier wieder mehr Platz eigentlich zum Bauen. Da muss man dieses ganze Gebüsch hier mal dran glauben. Und da hört man ja diese Weltraummusik so ein bisschen vor, Dingsen. Habe ich da gerade eine Palme weggerissen aus Versehen? Ein Baum im Weg. Dann machen wir das. Ach so. Machen wir es so und reißen jetzt den Abschnitt hier wieder ab. Schon wäre dort ein bisschen wieder mehr geschafft. Mehr Platz. Aber wie gesagt, ich glaube, die Erweiterung ist mit der Achterbahn nur so am Pferden, die aktuell nicht. Achso, jetzt, da kommt sie schon. Ich wollte schon wieder sagen, ja, kaputt oder was? Na guck mal, das ist ja gleich mal so hier. Da müssen wir den Leuten dann halt einfach mal zeigen, dass die Fahrer, der grinst. DeLorean P. denkt sich so, was greift mich da gerade? Und der Timothy ist auf dem Weg zu irgendwas. Ja, jetzt hat das, achso, jetzt hat er das ja gefunden. Da ist nämlich hier Platz für eine, achso, hier ist noch eine Bank. Eine einzelne Bank hier. Lonesome Bank. Nee, Venture ist das doch. Bank. Dann wäre hier Platz für die Baumstammrutsche. Ich glaube, für so eine Wasserbootsfahrt da müssen wir wahrscheinlich dann ganz schön viel Platz kaufen. Wir werden die anderen jetzt mal irgendwie reinquetschen noch. Erwartet jetzt bitte nichts irgendwie Ästhetisches. Gibt
Gibt es einen Wendeteller? Nee. So, das würde ich gerne mal hier rumbauen schon. Ich werde jetzt erstmal durch den Tunnel gehen. So, das geht jetzt hier wieder nicht. Aber so, ne? Das geht dann natürlich. Ja, ist klar. Die Frage ist, wie kann ich jetzt hier am besten hochkommen, um einen Drop bauen zu können? Es wäre spannend zu wissen, ob die Leute auch einfach mitfahren, wenn es keinen Drop gibt. Oder ob die zwingend hier einen Drop voraussetzen. Bitte mal wieder hier. Achso, genau. Komme ich jetzt hier irgendwie mit der Achterbahn durch? Ja, das geht. Wow, cool. Ich bin jetzt auf der Spur. Das heißt, ich kann spätestens dort muss mich natürlich so ein bisschen bedeckt halten hier. Da ist jetzt die Achterbahn im Weg. Dann kommt halt bloß ein kleiner Drop hin. Na gut, das ist so als ohne das Ideale. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Wir machen das hier ins Gerade, weil ich muss dann auch wieder den Weg zur Station finden. Den Luftballonstand gibt es jetzt. Bauen wir mal schnell ein. Einfach mal random hier hin. Superzeit wieder nach unten, aber hier mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Der ist ein bisschen höher, der Drop. Und dann geht das einfach hier durch den Tunnel dann zurück. Ich kann das nicht erhöhen, weil eine Baumstammrutsche im Weg ist. Ist doch Schwachsinn. Warum denn? Das muss doch gehen. Ach so, okay, das sind, hä? Aber wenn das geht, dann muss doch aber das hier auch gehen. Wenn ich das jetzt so mache. Hä? Muss man das verstehen, Spiel? Nee, ne? Ja, wer weiß, was das für eine Kollisionsabfrage da ist. Kurios ist das schon. Wenn ich das so mache, geht das, aber andersrum. Land muss zuerst erhöht oder abgesenkt werden. Oh, jetzt geht das kaputt. Ich glaube, ich muss noch eine so hier, ne? Ja. Schade, dass man die Kurven nicht teilweise über- und unterirdisch bauen kann. Das würde nämlich solche Krücken Konstruktionen verhindern. So, da konnten wir den Eingang noch mal ordentlich rausreißen. Dann haben wir Zeit zum Speichern. Soundbug ist auch noch nicht aufgetreten, dann scheint es wirklich bloß an dem Level gelegen zu haben, würde ich mal behaupten.
Anschluss muss ich aber, damit ich die Warteschlange gut bauen kann, muss ich aber jetzt, glaube ich, traditionell Bäume abreißen. Ich hätte ja eigentlich gerne hier so eine Runde, aber das ist natürlich sehr das Problem, dass es hier rumzickt. Das heißt, wir müssen da mal kurz so, da können wir das Ding wahrscheinlich auch wieder dicht machen hier. Oder ich glaube, schließen nur dürfte reichen. Na kommt, er sollte nicht mehr lang laufen. Er sollte aber auch nicht hier quer durch den Park rennen. Ja, dieser Park ist auch unordentlich, weiß ich. Na, den Zipfel da bitte auch noch weg. Das ist jetzt natürlich auch Schwachsinn, was ich hier baue. Wieder ein Baum abgerissen. Na komm, mach doch mal den Weg dort weg. Achso, es ist hier auch noch ein Baum im Weg. Zack. Der muss dann auch dran glauben. Und jetzt können wir einfach den Weg jetzt wieder bauen. Jetzt soll natürlich hier keiner mehr lang gehen, damit wir es wieder abreißen können. Das heißt, da wird jetzt abgesperrt. Da können wir das Ding wieder eröffnen. Da können wir ein paar Bänke hinstellen. Mit einem Mülleimer. Der Sicherheitsmensch, der soll da auch nicht lang gehen. Die Schilder können wir dann glauben. Können wir jetzt Schulden zur ganz zurück. Ach, haben wir schon. Können wir das Ding hier öffnen. Für 2 Mark. Und dann können wir auch eine Werbekampagne hinterher schmeißen.